Erste Rednerin wird Cornelia Ecker von der SPÖ sein. Hier findet eine gemeinsame Debatte statt und ich begrüße die Frau Bundesministerin auch dazu. Als Erster zu Wort gemeldet ist die Frau Abgeordnete Cornelia Ecker. Bitte, Frau Abgeordnete. Sprecherin für Klein- und Mittelbetriebe der SPÖ. Auf der Regierungsbank. Das Budget ist der politische Wille der Regierung. Und ich werde zum Budget im Bereich Wirtschaft sprechen. Der Herr Bundeskanzler ist angetreten mit dem Wahlslogan Zeit für Neues. Nur im Wirtschaftsbereich passiert gerade das komplette Gegenteil. Zurück in die Vergangenheit lautet hier die Devise. Sehr geehrte Frau Bundesministerin Schramböck, das von Ihnen vorgelegte Budget ist ein Budget der vergeudeten Chancen. Dabei hätten Sie beste Voraussetzungen. Der Wirtschaftsstandort ist so gut wie noch nie. Die Konjunktur ist eine hervorragende. Jetzt wäre der Zeitpunkt, langfristig zu denken, innovativ zu handeln, Zukunftsinvestitionen zu tätigen und in den Wirtschaftsstandort Österreichs zu investieren. Doch diese Ansätze, und ich habe mir das Budget genau durchgeblättert, sucht man hier vergebens im Wirtschaftsbereich. Als Geschäftsführerin eines kleinen Unternehmens weiß ich ganz genau, vor welchen Herausforderungen man täglich hier in diesem Bereich steht. Und ich würde mir wünschen, dass Sie hier ansetzen und all diese Unternehmen, die so dringend ihre Unterstützung brauchen, ich spreche hier von allen KMUs, allen EPUs und vor allem den innovativen Start-ups, dass Sie hier ansetzen und denen unter die Arme greifen. Aber in der ÖVP dominiert offensichtlich das Matthäus-Prinzip. Das lautet, dem, der hat, dem wird gegeben. Unterstützung erfahren nämlich jene, die Großbetriebe und auch die Großspender ihrer Parteien. Gerade im Wirtschaftsbereich gäbe es so viele Baustellen. Aber hier sehe ich nicht, dass diese Baustellen repariert werden, sondern eher im Gegenteil, hier werden noch viel, viel mehr aufgerissen. Frau Ministerin, und ich zitiere jetzt einen Satz, den wir auch in der letzten GP schon oftmals hörten. Und der irgendwie, entschuldigen Sie die Formulierung, abgedroschen wirkt. Ja? Jeder Würstelstand, jeder Bäcker, jeder Metzger ums Eck zahlt mehr Steuern als Starbucks. Was macht die Regierung genau gegen diese Steuertrickserei, gegen all diese Großkonzerne, die hier keine Steuern abführen? Nichts. Im Gegenteil, sie kürzt lieber bei den Betriebsprüfern. Und auch so ein Thema ist die Entgeltfortzahlung. Die Regierung hat immer noch nichts unternommen, die Zuschüsse an kleinere Unternehmen für die Entgeltfortzahlungen zu erhöhen. Hier müssen Sie ansetzen, werte Frau Ministerin. Zu behaupten, das haben Sie im Ausschuss getan, dass die Streichung des Beschäftigungsbonus, die Streichung der Lohnnebenkostenförderung für Start-ups keine Auswirkungen auf die Unternehmen haben, halte ich schlichtweg für einen Hohn. Ich frage mich, ob Sie den Mut haben, sich vor den Beschäftigungslosen, vor den Menschen, die schon älter sind, ob Sie den Mut haben, sich hinzustellen und sagen, euch muss ich nicht helfen, hier gibt es keine Lösungsansätze meinerseits. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vor circa ein paar Wochen traf ich mich mit Vertreterinnen der Start-up-Szene, nicht unweit von hier, ein paar Räumen weiter. Hier geht es um jene Vertreter, die Unternehmen fördern, die innovativ sind und die künftig viele Arbeitsplätze schaffen könnten. Diese haben mir mitgeteilt, dass sie große Angst haben, dass hier die Förderungen gestrichen wurden. Und genau das ist eingetroffen in ihrem Budget. Die Streichungen, die hier im Start-up-Paket gibt, die es hier gibt, ist eine Katastrophe für diese Szene. Und Sie haben uns im Ausschuss versichert, die Förderungen würden gekürzt und gestrichen, weil sie nicht angenommen werden. Das stimmt nicht, das wissen Sie auch. Und das ist auch kein visionärer Ansatz in diesem Bereich. Das ist despektierlich und fern jeder Realität. Und das werden Ihnen auch diese Vertreter der Start-up-Szene bestätigen. Ich gebe Ihnen was mit auf Ihren Weg, Frau Ministerin. Anstatt mehr Geld für Ihre Öffentlichkeitsarbeit zu investieren, schlage ich vor, das Geld zu nehmen, in die Vermarktung von Fördermöglichkeiten für Start-ups zu stecken, damit genau diese Unternehmen wachsen können, innovativ sein können und mit ihren Unternehmen bei uns hier in Österreich bleiben und viele Arbeitsplätze schaffen können. Ich weiß schon, Frau Ministerin, als Ministerin kann man keine Insolvenz anmelden, aber so wie Sie werkeln, und würden Sie das in der Wirtschaft machen, wären Sie jetzt in der Industrie. Die Wirtschaftspolitik geht in die falsche Richtung, findet Cornelia Ecker von der SPÖ. Die Großen werden gefördert, die Kleinen nicht.